Mit Vitamin D chronische Wunden heilen und Stürze vermeiden können durch ausreichend Nährstoffe und eine gute Knochendichte. Im Deutschen Ärzteblatt war ein Artikel, dass ein zu viel an Vitamin D vermehrte Stürze im Alter verursacht. Wie kann das sein und was bedeutet das jetzt wieder für unseren Pflegealltag? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Schwester Eva und seit über 10 Jahren als Pflegeexpertin tätig und arbeite als Krankenschwester auf einer Intensivstation und bin freiberuflich als Gutachterin für den MDK tätig, wo sich alles um die Pflegeplanung dreht. Daher gibt es hier auf meinem Kanal Lernvideos für die Ausbildung in der Pflege mit Vorbereitung auf die Examensprüfung und natürlich alles rund um die Pflegeplanung. Damit Sie daher kein Video mehr verpassen, abonnieren Sie noch schnell den Kanal und wir starten direkt mit unserem heutigen Thema. Chronische Wunden und Stürze. Hilft oder schadet Vitamin D? Gerade habe ich mich mal wieder mit den Expertenstandards in der Pflege beschäftigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Ernährung einige Standards, nun, wie soll ich sagen, miteinander verbindet. Was genau meine ich damit? Es gibt einen Standard für die Ernährung, wo wir als Pflegekräfte feststellen, ob ein Bewohner oder Patient eine Mangelernährung aufzeigt. Wenn chronische Wunden und auch zum Beispiel ein Dekubitus, ein Druckliegegeschwür, oder wird auch als Wundliegen bezeichnet, dann muss man die Ernährung unbedingt hin zu proteinreicher, also eiweißreicher Nahrung optimieren. Im Alter ist es wichtig, ausreichend eiweißhaltige Kost zu sich zu nehmen. Wie hängt es jetzt alles wirklich zusammen? Um all das erstmal verstehen zu können, schauen wir uns gemeinsam an, was die Ursachen für eine unzureichende Energie- und Nährstoffversorgung sind. Um eine Mangelernährung erkennen zu können, benutzen wir ja in der Pflege meistens ein Screening, das uns allerdings aber nur als Hinweis für ein Risiko dienen kann. Mit der Nahrung nehmen wir auch Mineralien, Spurenelemente und Vitamine zu uns. Und wie viel sollte man an Flüssigkeit zu sich nehmen? Okay, da wir das geklärt haben, schauen wir uns jetzt mal an, was das Protein, also das Eiweiß, in der Nahrung für uns tun kann. Im Gegensatz zu anderen Vitaminen kann Vitamin D aus Vorstufen, die im Körper vorhanden sind, selbst gebildet werden. Die körpereigene Bildung erfolgt durch Sonnenlichtbestrahlung auf der Haut, also UVB, und leistet im Vergleich zur Vitamin D-Zufuhr über die Nahrung den deutlich größeren Beitrag für die Versorgung des Menschen mit diesem Vitamin.
Das Vitamin D regelt auch den Calcium- und Phosphatstoffwechsel und fördert dadurch auch die Härtung des Knochens. Vitamin D ist aber auch noch an anderen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt und hat außerdem Einfluss auf die Muskelkraft. Okay, cool. Das bedeutet ja, dass ganz viel Vitamin D in eiweißhaltiger Nahrung vorkommt. Das bedeutet ja, wenn wir eine Mangelernährung haben, dann nehmen wir auch nicht genügend Mineralien, Spurenelemente und Vitamine auf, oder? Wenn wir jetzt in der Pflege auf die Ernährung unserer Bewohner und Patienten achten, dann wäre es natürlich super, wenn sie ausreichend Vitamin D bekommen, und zwar durch eiweißreiche Nahrung. Und es wurde sogar festgestellt, dass Vitamin D gegen die Volkskrankheit Depression hilft. So wird in den Kliniken Bad Wildungen die Behandlung bei Depressionen laut diesem Artikel gestützt, weil es auch an der Regulation der Hirnbotenstoffe beteiligt ist. Die Frau Dr. Tegtmeier setzt in der Behandlung von Depressionen auf die Gabe von Vitamin D. Also kommen wir zum Schluss, dass es schlimm wäre, wenn jetzt Vitamin D verboten werden sollte, oder? Denn es ist für unser Leben immens wichtig. Und gerade jetzt, in diesen unsicheren Zeiten, ist Gesundheit wirklich alles. Schaut euch auch mal das dazu verlinkte Video des YouTubers Olli an. Seinen Kanal habe ich ebenfalls unten verlinkt. Also, Eiweiß- und Proteinshakes sind nicht nur was für Bodybuilder, sondern ist für uns alle wichtig, ob wir jetzt einen Sturz verhindern wollen oder gegen Depressionen oder chronische Wunden kämpfen müssen. Bei einem Mangel soll es supplementiert werden und wenn ein zu viel darüber hinaus supplementiert wird, wenn kein Mangel mehr besteht, dann fördert es im Alter bei über 60 Jahren die Stürze. Was machen wir jetzt damit in unserer Pflege? Geben wir ein zu viel, geben wir ein zu wenig oder müssen wir es einfach regelmäßig testen lassen? Also, deckt euch noch ganz schnell ein mit Vitamin D. Links dafür habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingepackt. Bleibt gespannt auf das nächste Video hier auf meinem Kanal und damit ihr das nicht verpasst, ganz schnell unten noch den Kanal abonnieren. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video.